verstehe, warum dein Papa gegangen ist. Also ich Digga, der kommt wieder! Herzlich willkommen. Ihr habt keinen Bock mehr auf Sudoku, weil es zu langweilig ist. Dann seid ihr hier richtig bei. Falsch, aber fucking lustig. Heute mit dabei Phyllis Dashtan, Asan Badian und Felix Lobrecht. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, auch nicht hier in Staffel 5, abonniert den Kanal und drückt aufs Glöckchen. Naja, wir kommen zu unserem ersten Spiel. Das heißt, solltest du nicht sagen, ich sage euch eine Situation und dann sagt ihr mir, was man da nicht sagen soll. Falls ihr das jetzt irgendwie unklar war nach dem Titel noch. Danke. Phyllis, was solltest du nicht sagen in der Kantine? Es kann sein, dass sie die Ukraine vermissen, aber ich vermisse Salz. Leute, wir steigen gut ein. Es ist die erste Minute der Folge. Wie ich weiß, dass jetzt schon 60 Menschen auf Pause drücken machen, um so ein bisschen... Asan, was wolltest du nicht sagen in der Kantine? Einmal den Salat, die Pasta und einen Wodka Bull, bitte. Kommt aber an welche Kantine. Grüße gehen raus an den RBB nochmal. Felix, was solltest du denn nicht sagen in der Kantine? Da ist eine blonde Dreadlock in meiner Suppe. Das finde ich rassistisch. So viel drin, ey. So viel drin. In der Suppe. So viel Shitstorms. In der Kantine ist man ja manchmal. Was sollte man da nicht sagen, Phyllis? Einmal Spaghetti als Spucke und die so Lala-Lasagne, bitte. Asan, in der Kantine, soll man nicht sagen. Geil, hier ist das Ratatouille noch aus echten Ratten. Was solltest du nicht sagen in der Kantine, Felix? Mensch, Sabine, jetzt brauchst du auch keinen Salat mehr essen. Oh, Jesus. Da war noch ein klein, cleaner Joke dabei. Habt ihr noch mehr zum Thema Kantine? Ja, sicher. Phyllis, was willst du nicht sagen in der Kantine? Wow, hier kriegt man seine Bollo passend von einer Hackfresse. Felix. Cola Light. Ach, Sabine. Asan. Keine Kartenzahlung? Kann ich auch Arsch geben? Jesus. Noch jemand, Kantine. Welchen Wein würden Sie zum Fritteusenschnitzel empfehlen? Felix, was sollte man nicht sagen beim Arzt? Danke, dass Sie sich zwischen den ganzen Gratis-Zahnbehandlungen für Flüchtlinge kurz Zeit für mich genommen haben. Jawohl, das wird nötig. Jawohl, ja. Phyllis, was sollte man nicht sagen bei der Ärztin? Ich habe aus Versehen ein Zäpfchen geschluckt. Bin ich jetzt ein Arschgesicht? Asan, was sollst du nicht sagen beim Arzt? Boah, rein in die Futterluke. Phyllis. Krebs? Falsch geraten, ich bin Steinbock. Was sollte man nicht sagen beim Arzt? Felix. B. Was solltest du nicht sagen beim Arzt? Phyllis. Ich habe ihr Rezept probiert und ich muss sagen, Hämorrhoidencreme schmeckt scheiße. Asan, was sollte man nicht sagen bei der Ärztin? Selber fett, du Fotze. Können wir das offiziell so machen, dass das alles nicht an mich läuft? Okay. Phyllis, was sollst du nicht sagen bei der Ärztin? Ich glaube, ich habe das pfeifersche Drüsenfieber. Bei dir. Nächste Frage. Was sollte man nicht sagen zu Felix Lobrecht? Phyllis. Na, kiek mal ihn an. Ich bin auch Berliner. Was ist denn das denn für ein Zufall? Ich glaub das nicht. Asan, was sollte man nicht sagen zu Felix Lobrecht? Na, mein Kleiner, willst du noch eine Scheibe Wurst? Ich würde gerne anschließen. Ja, ich würde gerne. Ka-
Kannst du mir den Teller von da oben geben? Ich habe auch noch eine, der zu gut passt. Ja, dann, ich bin ganz ehrlich, jetzt bin ich gespannt. Ich habe mir da beim Schreiben der Frage nicht drüber nachgedacht, aber was sollte man nicht sagen zu Felix Lobrecht? Felix Lobrecht. Nee, bei Falsch aber lustig bekommen alle die gleiche Gage. Aber wir Das ist ja eine Wurst sonst wo in Stecken, ey. Gekaufte Rewe. So. Digga, es gibt Gage? Ja. Ja, ja. Will noch jemand was? Ja, Phyllis. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Lass eine halbe Stunde laufen, das Ding. Phyllis, was soll denn man nicht sagen zu Felix Lobrecht? Willkommen in Motel One. Da ist Felix Lobrecht nicht der Einzige. Hasan. Wo hast denn die alte Türkin her? Kann man die mieten? Antwort ist ja, tatsächlich. Kann man, ja. Einfach per DM melden. Was soll denn man nicht sagen zu Felix? S-Klasse Long Version, für dich ist alles eine Long Version. Er ist literally gestern in meinem Auto gewesen und meinte so, oh, sieht aus wie ein Raumschiff hier. Sieht aus wie ein Raumschiff. Wenn mein Vater mich in dem Auto sehen könnte. Digga, ich wurde hinten massiert. Hinten. Hat noch irgendjemand irgendwas? Massiert. Dann machen wir einen großen Applaus für den Gewinner des ersten Spiels. Hasan! Wenn ihr vielleicht noch wisst, was man nicht sagen sollte bei einem Arzt oder einer Ärztin, schreibt es gerne in die Kommentare. Ah, wir spielen als nächstes. Der frühe Vogel. Ich nenne euch eine Situation und ihr denkt euch dafür ein Sprichwort aus für diese Situation. Du realisierst, dass das Klopapier leer ist, während du auf der Toilette sitzt. Wie wäre das Sprichwort? Phyllis. Heute sterben keine Bäume, dafür kriegen deine Hände Bräune. Leute, es muss sich nicht reimen. Es muss es nicht. Hasan. Ich habe Felix Lobrecht würde sagen, Geld ist auch nur Papier. Das ist meine Kapitalismuskritik. Ja. Du realisierst, dass das Klopapier alle ist, während du auf der Toilette sitzt. Wie ist das Sprichwort, Felix? Gott sei Dank bin ich reich, 200er sind super weich. Warum reimt ihr alle? Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Reimt sich gar nicht. Gar nicht. Hasan, du realisierst, dass das Klopapier leer ist, während du auf der Toilette sitzt. Sprichwort. Ist die Rolle leer, muss der Finger her. Du realisierst, dass du der Einzige oder die Einzige bist, die sich für die Halloween-Party verkleidet hat. Bist du der einzige Matrose? Sag einfach, du hast eine Psychose. So haben Phyllis und ich uns kennengelernt. Also es ist mit so einem Matrosen-Outfit, kann ich auch mal Witze machen? Du kommst auf eine Party, bist der Einzige mit Kostüm. Was sagst du, Hasan? Nicht der Superheld, den diese Party wollte, aber den, die diese, den, okay, mach nochmal. Ja, mach nochmal. Nicht den Superheld, nicht der Superheld. Digga, reiß dich zusammen. Digga, chill. Ich verstehe, warum dein Papa gegangen ist. Also ich... Digga, der kommt wieder. Nicht der Superheld, den diese Party wollte, aber der Superheld, den diese Party verdient hat. Felix, einziger mit Kostüm, Sprichwort. Okay, ich hab einen, aber ich möchte nicht gehänselt werden, weil sich das reimt. Okay. Okay. Nee, du machst das klasse, großer, ja. Kleiner. Mach los! Ich bin ein Vampir, ich bin ein Vampir, aber irgendwie bin ich der Einzige hier. Ich sehe da eine 9, eine 9, eine... Großen Applaus! Nein, ich hab doch noch einen! Felix! Ich habe. Oh nein! Nee, aber der ist viel zu schlecht, um diesen Applaus zu unterbrechen. Nee, komm, mach weiter. Es hätte sich gereimt, klar, aber. Weißt du was? Da machen wir ein T-Shirt draus dann für später. So. Nächstes Spiel! Es heißt: Hilfe, Hilfe, mein Kind ist scheiße. Was denn? Ja, die Sache ist, ich frage jetzt diese drei Menschen nach Erziehungstipps und die sagen mir das dann. Welche drei Sätze sind die wichtigsten für ein Kind? Phyllis.
Satz Nummer eins. Ja, okay. Satz Nummer eins. Mama ist jetzt weg. Zweiter, Papa ist jetzt allein. Dritter, du bist schuld. Guck mal, ganz wenig Applaus, viel Trauma hier auch. Aber es haben nur die Leute mit den Kindern applaudiert, ohne Scheiß. Ja, wirklich. Die vier, ja, genau. Die verstehen's. Welche drei Sätze sind die wichtigsten für ein Kind, Assan? Briefe erst öffnen, wenn sie gelb sind, den Bruder aufhören zu würgen, wenn er blau ist und vor der Polizei wegrennen, solange du schwarz bist. Ja, nicht schlecht. See what you did there. Und noch ein T-Shirt. Felix, sag mir drei wichtige Sätze für Kinder. Nee, schneller, nee, ordentlicher und wir brauchen noch Kobalt. Phyllis, hast du noch mehr Sätze? Ist jetzt von dir ausgegangen irgendwie? Ach, von mir. Genau. Also die drei wichtigsten Sätze für meine Kinder. Genau. Sei vorsichtig, fass nichts an, dein Nagellack muss noch trocknen. Ich hab noch einen. Ich auch. Okay, ja, dann machen wir die Reihe weiter. Assan. Okay. Ich gehe kurz Zigaretten holen. Ich brauche auch noch Milch. Der Milchladen ist in Argentinien. Kommt wieder. Felix, hast du noch drei Sätze, die wichtig sind für meine Kinder oder überhaupt ein Kind? Wenn dich jemand fragt, ob der Papa gestern bei dir war, sagst du ja. Wenn dich jemand fragt, wann, sagst du zwischen 18 und 22 Uhr. Und wenn dich jemand fragt, wo die Mama ist, sagst du im Urlaub. Es wird, durch dieses nach unten beugen wird es noch ekliger, ehrlich gesagt. Das ist, hat noch irgendjemand? Ein Abi noch, bitte. Von dir aus wieder. Assan. Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Das geht viral. Wie schlichtet man einen Streit zwischen Geschwistern? Phyllis? Den Schwächeren anzählen. Eins, zwei, drei, vier. Raus! Assan. Indem man seine Erziehungstipps nicht bei drei kinderlosen Comedians holt. Ja, ist ein Punkt, ne? Wie steht denn man einen Streit zwischen Geschwistern? Felix. Ein Funkformat daraus machen. Auf einen Streit zwischen zwei Geschwistern mit Moritz Neumeier. Das würde sich so gut verkaufen. Will noch jemand? Phyllis. Wie steht denn man einen Streit zwischen Geschwistern? Eine Shisha mit zwei Schläuchen. Dann großen Applaus für Assan! Assan hat dieses Spiel! Sag mal! Ja! Wir haben noch ein weiteres Spiel. Es heißt, ich kann das alles erklären. Ich dann eine Situation, ihr gebt mir die beste Ausrede. Phyllis, du hast mit deiner Schwiegermutter geknutscht. Wie ist die Ausrede? Das ist der einzige Weg, damit sie ihren Mund hält. War es die beste Ausrede nach dem Rumlecken mit deiner Schwiegermutter, Assan? Auf alten Schiffen lernt man ficken. Klar, natürlich. Klar. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Siehst du, Papa, ich brauch dich nicht. Er hat jetzt mich. Felix, du hast rumgemacht mit deiner Schwiegermutter. Wie redest du dich da raus? Ja, rumgemacht. Ja, du hast den Joke verkackt, weil ich war es auf geknutscht. Es war auf geknutscht. Sollen wir es nochmal machen? Nein. Ich bin jetzt einfach der Eklige. Ist okay. So, jetzt seht ihr mal, wie es mir geht die ganze Zeit. Phyllis, hast du noch eine Ausrede? Ja. Du hast mit deiner Schwiegermutter geknutscht. Was ist los? Ich wollte gucken, ob der alte Drache noch Feuer speit. Assan, gib mir eine Ausrede. Das ist aber eine geile Sau. Das ist keine Ausrede. Das ist einfach eine Situation ohne. Für dich nicht. Ey, der war denke, naja, was soll ich machen? Bevor sie kalt wird. Was denn? Du hast mit deiner Schwiegermutter geknutscht, Felix. Was ist deine Ausrede? Sorry, aber alle meine Lieblingsfilme fangen so an. Da sind viele auf Pornhub unterwegs. Hat noch jemand eine Ausrede dafür? Ja, du hast mit deiner Schwiegermutter geknutscht, Phyllis. Warum? Ich hab doch gesagt, sie ist eine Nutte. Das ist auch...
du kommst besoffen zur Beerdigung. Was deine Ausrede? Felix. Ich habe mich so gefreut, dass die Alte tot ist. Das wollte ich doppelt sehen. Hassan, kommst besoffen zur Beerdigung? Auf Beerdigung werde ich immer spirituos. Warum ist das okay, dass du besoffen zur Beerdigung gekommen bist, Phyllis? Ach, schwarz? Ich dachte, wir sollen blau kommen. Ey, der ist eigentlich gut, ey. Ich bin noch jemand. Ja. Felix, was ist die Ausrede, besoffen zur Beerdigung zu kommen? Er macht eine Kiste voll, ich mache eine Kiste leer. Ich hätte noch einen. Ich habe auch noch einen. Von der Mitte zu Titte zum Sarg, zack, zack. Felix. Ey, lass mir nicht vorschreiben, wie ich zu feiern habe. Hast du noch eine Ausrede, warum man besoffen zur Beerdigung kommt, Felix? Zicke, zacke, zicke, zacke, heul, heul, heul. Ich habe noch einen. Felix. Ich habe deine Mama besoffen kennengelernt. Ich werde sie auch besoffen verabschieden. Dann noch eine Frage. Du gibst den Hund aus dem Tierheim nach einem Tag wieder zurück. Hassan. Ich wollte einen Pitbull und kein Bastard. Du gibst den Hund aus dem Tierheim nach einem Tag zurück. Was ist deine Ausrede, Felix? Ich dachte, der wäre stubenrein, aber bei mir sieht es immer noch aus wie Sau. Felix Lobrecht macht Wortwitze. Was ist los? Du gibst den Hund zurück. Was ist los, Phyllis? Boah, der SB-Bereich in der Sparkasse ist einfach zu klein für zwei. Felix, hast du noch eine Ausrede? Wenn man den Hund nach einem Tag wieder im Tierheim zurückgibt? Ich habe aufgehört, an meinem eigenen Make-up zu forschen. Ich brauche ihn nicht mehr. Felix? Ja, wir wollten ihn paaren, aber meine Cousine ist irgendwie nicht richtig warm geworden mit Gut, dass wir den noch drauf haben. Ja. Noch mehr, Phyllis? Nee. Dann großen Applaus für den Gewinner, Hassan! Ja! Ja. Und damit hat die ganze Folge gewonnen, Hassan! Hassan! Die Person, die gewinnt diese Staffel, darf sich den Namen für mein nächstes Kind aussuchen. Hassan, was ist der Name meines nächsten Kindes? Abdrachim Meier. Das wäre so geil. Sehr gut, das war's für heute. Großen Applaus nochmal für alle, die da waren. Das war's heute mit Falsch aber lustig. Wenn ihr mehr Folgen sehen wollt, einfach darauf klicken oder darauf klicken. Abonniert den Kanal, vergesst die Glocke nicht und rastet aus für Felix Dachtan. Hassan Badian und Felix Lobrecht. Und für Moritz Neumeier. Bis zum nächsten Mal. It's Fritz.